Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Trading Tipps Video. Und heute möchte ich dir zeigen, wie das leichte, überteuerte Verkaufen funktioniert. Und das Ganze werden wir in Form von Speed Trading machen. Das heißt, ich zeige euch das wirklich so kurz und knapp wie nur möglich. Lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Speed Trading sehen wollt, und dann legen wir direkt los. Bei dieser Methode geht es darum, dass du seltene Karten für unter 1000 Münzen kaufst und diese dann für 1200 bis 1900 Münzen circa verkaufst. Wenn du jetzt eine Karte für 2100 wegbekommst, ist es natürlich auch sehr gut. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man die Spieler für 1200 bis 1900 Münzen am besten verkaufen kann. Wie findet man solche Karten? Ihr gebt ein Gold 700 und 1500, dann sucht ihr einfach und dann schaut ihr nach Karten, die eine gute Liga haben oder eine gute Nation oder gute Werte oder eventuell auch ein gutes Rating. Im Optimalfall sind natürlich alle vier Eigenschaften gleichzeitig am besten, aber wenn jetzt der Spieler irgendwie nur drei dieser vier Eigenschaften aufweist, ist es auch nicht schlimm, wenn euch der Spieler dennoch als gut erscheint. Also Leute, ihr müsst dafür auf jeden Fall auch ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Gut Leute, welche Spieler von hier würden sich lohnen? Was sagt ihr? Ja, zum Beispiel Biglia würde sich lohnen, Boateng würde sich lohnen, Viviano würde sich wahrscheinlich lohnen, wenn der unter 1000 Münzen kostet. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier den Van Aanholt, der sich definitiv lohnen würde. Und ja, das war's von dieser Seite zum Beispiel. Dann auf dieser Seite würde ich ganz klar Bravo nehmen. Premier League ist ein guter Keeper, der ist perfekt geeignet für diese überteuert verkaufen Methode. Okay, jetzt wurde die Seite hier geswitcht, aber an sich können wir hier direkt weitermachen. Shaw, perfekt geeignet. Vinicius Junior könnte ein bisschen zu teuer sein, aber ist an sich auch gut geeignet, um ihn überteuert zu verkaufen. Dann hier, Sako, ganz klar gut geeignet. Martinez, ganz klar gut geeignet für die leicht überteuert verkaufen Methode. Also Leute, was macht ihr, wenn ihr jetzt eine Karte gefunden habt, wie ich zum Beispiel? Ich sage Lautaro Martinez, will ich überteuert verkaufen. Dann schaut ihr, was der Wert ist. Wir sehen, er kostet 850 Münzen. Ihr könntet ihn auch für 750 ersnipen. Aber ganz wichtig ist, dass die Fitness 99 ist und die Verträge 7. Das ist ganz wichtig beim leichten überteuerten Verkaufen. Was macht ihr dann? Ihr geht hier drauf und geht dann so ungefähr auf 1300, vielleicht auch 1600, 1700. Das könnt ihr halt frei entscheiden. Natürlich, umso höher der Preis ist, umso länger dauert es, bis der Spieler weg ist. Ich werde ihn jetzt einfach für 1300 reinstellen. Da würden wir einen Gewinn von 450 Münzen machen. EA-Gebühren sind hier nicht so hoch, so circa 30 Münzen oder so. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 400 Münzen mindestens Gewinn pro Karte und das ist ziemlich viel. So, also wir stellen den rein, bam, und somit haben wir einen weiteren Spieler auf der Transferliste, den wir überteuert verkaufen. So, dann nehmen wir uns jetzt einmal noch den Shaw mit. Hier 7 Verträge, 99 Fitness, bam, für 800 Münzen ist ein mega Schnäppchen für so eine Karte. Ja, Engländer, Premier League, Man United, guter Linksverteidiger, gute Werte, der wird sich definitiv für 1300 Münzen verkaufen. Was vielleicht noch wichtig ist, ich würde euch raten, nicht mehr als 3 Karten von einem Spieler gleichzeitig zu verkaufen, da diese natürlich dann miteinander konkurrieren und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wäre es am besten, wenn ihr wirklich 100 verschiedene Spieler anbietet. Ihr stellt diese Spieler dann für eine Stunde rein und packt sie jede Stunde aufs Neue wieder auf den Transfermarkt, falls sie sich nicht verkauft haben. Und jetzt die Frage, wie lange dauert es, bis diese Spieler verkauft sind? Im Durchschnitt dauert es circa 5 Mal, würde ich sagen, weil beim leichten überteuert verkaufen das Ganze schneller geht als beim normalen überteuert verkaufen. Es kann natürlich auch mal sein, dass der Spieler nach 2 Mal direkt weg ist. Es kann aber auch sein, dass der erst nach 15 Mal weg ist. Das kann alles sein, aber ich würde so sagen, im Durchschnitt circa nach dem 5. Mal. Und mit diesen Spielern funktioniert das Ganze auf jeden Fall, aber ihr könnt die Spieler, wie gesagt, auch selber suchen und das sollt ihr auch machen, denn das sind definitiv zu wenige, um das Ganze zu machen. Ihr müsst das immer variieren, ihr müsst eure Spieler suchen, mit denen es einfach am besten funktioniert. Also sucht die Spieler mit dem Prinzip, welches ich euch vorher gezeigt habe, aber das sind so ein paar Spieler, mit denen es auf jeden Fall geht. Und damit war es das auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 19 Speed Trading Video. Falls es dir gefallen hat, lass jetzt einen Daumen nach oben da. Falls du neu bist, kannst du gerne ein Abo dalassen. Und hier haben wir eine Karte für 6900 verkauft, die bei weitem nicht so viel wert ist. Wie das funktioniert, werde ich eventuell in einem weiteren Video noch erklären. Und damit bin ich raus, Jungs. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.